Los geht's mit Folge 3. So, wir können jetzt gleich, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen Erkundungstour machen. Und zwar wollten wir ja dieser komische Axt holen. Wir treffen uns also jetzt gleich. Ich bringe den Wagen kurz eben hin. Und dann treffen wir uns und dann gehen wir in die, diese markierte. Dings, da würde ich das Dynamit noch nicht werfen. Ne, da warte ich jetzt noch. Ja, komm mal jetzt von hier oben runter. Hier liegen noch Baumstämme im Wasser. Ich glaube nicht, dass ich da. Das sind ja die, die ich meinte, die liegen da noch unbenutzt rum. Ja, an zwei bin ich rangekommen. So. Mal eben die Energie auffüllen, ne? Ja, dann haben wir jetzt gleich wieder das fertig. Komm mal, wir haben schon fast die Decke fertig oben. Müssen wir da nur noch das Loch reinmachen, wenn es fertig ist? Gut, dann würde ich sagen, treffen wir uns jetzt mal. Also wir füllen mal kurz unsere Energiewerte auf. Ja. Warte mal, ich tausche mal gerade das rohe Fleisch ein. Das habe ich gestern auch versucht, ich bin auch ins Wasser gefallen. Ach, mein Reh, das habe ich schon weggehangen. Gut. Da in der Höhle ist auch ein See, da kann man dann eventuell noch mal ein bisschen Fisch mitnehmen direkt oder so. Da habe ich eben schon ein bisschen gefangen, also hier neben dem See ist auch mal ein bisschen was. Warte mal, dann fülle ich meine Reserve mal kurz auf, wegen bezüglich der Pfeile. Oh, mal eben den verbesserten ich glaube, es wird dunkel, oder? Noch, das wäre natürlich, also natürlich auch noch blöd. Ja, sonst können wir ja nochmal eben eine Schlafrunde einlegen. Ja, ich werde das gleich auch. Ja, machen wir das so. Ja. Wenn es denn schon geht. Ja, warte, es geht auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt gerade kurz eben selber mal einen neuen Speicherpunkt machen. Tag 14 sind wir übrigens. Gut. Mal kurz schlafen. So, auf geht's. Ist immer noch dunkel, ne? Ja, aber müsste jetzt eigentlich schon hell werden, ne? Ja, genau, du jetzt. Ja. So, mal essen. Oh ja, oh ja. Ah, gut, dass ich eben aufgefüllt habe. Also nehmt euch auf jeden Fall mit. Was? Essen. Ja. Mhm. Aus irgendeinem Grund kann ich gerade nicht trinken oder essen. Das ist blöd. Kann ich mal was auswählen? So. Man sollte auch die Rüstung anziehen, ne? So, dann habe ich das jetzt auch mit. Ich habe keine Anzeige gefühlt. So, ich bin soweit. Ah, das ist blöd jetzt gerade, dass du da nichts hast. Du hast diesen Kreis rechts nicht, oder was? Ja. Ich kann Sachen aufnehmen. Geht? Wieder? Nee. Ich sehe mein Seewandsanzeige nicht, mein Magen und mein Getränk nicht. Und ich sehe alles nur, kann sitzen, aber nicht das X sehe ich nicht. Das hatte ich tatsächlich noch nicht.
Sonst würde ich. Willst du nochmal aus dem Spiel rausgehen und nochmal nachjoinen? Nochmal reinjoinen oder was? Ja, wäre wohl besser, hä? Dann warten wir auch so lange auf dich auf jeden Fall. Ich speichere ich nochmal kurz hier. Ja, genau, das ist ja. Das wäre gut. Jetzt wird im Hauptmenü nochmal. Das ist ja komisch gewesen. Mhm. Tag 16. Gut, dann waren sie jetzt immer nachjoint. Mach ich das jetzt, gehe ich jetzt auch noch mal kurz wohin, komm sofort wieder. Ja, ich gucke in der Zeit, ob ich noch ein Reh hier finde. Ja. Hoffentlich ist das gleich weg. Das habe ich auch noch nie gehabt, ey. Das war ja komisch. Technik, die begeistert. Aha. Müsste aber auch jetzt gleich wieder hell werden. Eine Zwille, geil. Mit der Zwille kannst du super Hasen und diese Leguane jagen. Mhm. Ja, jetzt habe ich meine Anzeige wieder. So. Gut. Alle wieder am Start? Ja. Funktioniert wieder, Ron? Ja. Sehr gut. Dann deckt euch, wie gesagt, nochmal mit ein mit allem. Da fehlt jetzt ja nicht mehr auf der Links, ne? Das ist alles hoch, glaube ich, oder so, ne? War oben nicht noch was auf dem Stein? Ist auch hoch. Kann sein, ja. Guck mal, ist da noch ein bisschen was. Ja, hier ist auch, glaube ich, einiges. Da müssen wir jetzt von unterwegs ein bisschen was mitbringen. Ja, auf jeden Fall. Das war damals unterwegs ein bisschen Echsen jagen und Fisch und so, weil es ja so wie möglich ist. Dann rüste ich schon mal meine Zwille aus, so für alle Fälle. Ich hole jetzt mal den Speer auf die Schnellwand. Ach, jetzt bin ich komplett rausgeflogen. Hm? Jetzt bin ich komplett rausgeflogen. Okay, dann warten wir wieder.
Leichte technische Schwierigkeiten. Während ihr jetzt noch ein bisschen wartet, hänge ich hier noch ein bisschen Tierchen auf. Ich habe nochmal drei Stück gerade nachgehängt. Ja, ich Hasenechse suche und gerade was. Tierchen, aber ich finde keine. Ich habe drei jetzt gerade gefunden. Gerade auch nicht, sie ist am Baumstamm. Aber kein Kleinvieh. Nee, nicht wirklich. Gesehen, dass da hinten noch ein zweiter Höhleneingang ist? Nee, nur den einen kennen wir hier vorne. Nee, hier am an dem Ab, also an dem Berg hier ist noch ein Höhleneingang. Oh, wir haben hier schon wieder vor unserer Hütte hier eine Gebärende. Und noch was Großes. Oh, das sieht aus. Was ist das? Ein Bär oder was soll das sein? Und was Fettes. Ja, da ist wahrscheinlich dieser Renner-Typ, ne? Alles umrennt, oder? Es macht nur die ganze Bumm, Bumm, Bumm. So viel zum Thema. Ist auch sehr schnell. Wo ist denn der? Da rechts hier, in die Richtung. Ich sehe gerade nicht, wo du bist. Also ich sehe, wo du bist, aber ich sehe nicht das Ding. Hier hinten habe ich die irgendwo gerade gesehen. Da hinten im Wald. Richtung gelbe Fahne. Oh ja. Oh, das ist ein Ray. Jo, das ist gerade vor mir aufgetaucht. Ich machte plötzlich plopp und rannte weg. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir die jetzt einfach links liegen lassen, wenn wir jetzt gleich sowieso losgehen, ne? Und da drüber geworfen, super. Oh oh. Oh! Voll über weg. Hilfe, Leute. Wo bist du? Ich komme auf dich zu. Ich bin wieder umgerannt worden. Ich schmeiß das Kaffee an. Okay. Yep. Ja, schön dran vorbeigeschossen. Macht der macht Bauchplatscher. Sehr witzig. Ein dickes, dickes Kappa, du machst Platscher. Ich hab ihn ausgeschossen. Zack. Oh, es hat leichte Blähungen. Also so Zodbrennen. Super, in dem Moment rennt er los, wo ich den Brandfall schieße. Ist das schon hinüber? Ja. Ja. Ah. Sehr gut. Müssen wir noch einen Sperr bauen.
Wir kriegen nochmal Besuch. Aber weg. So, Hasenfell habe ich übrigens eins jetzt noch gefangen bekommen. Dann sollten wir auch langsam mal los, ne? Ja, ich glaube, das wird schon fast gar nichts mehr, diese Folge. Aber jetzt schon wieder bei 17 Minuten sind. Muss dann bis zur nächsten warten. Ja, wahrscheinlich. Das wird jetzt wahrscheinlich der Fall werden. Das wird diese Folge jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen so Vorräte auffüllen und dann in der nächsten Folge losgehen. Ja, ist halt leider jetzt ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten, hat noch ein bisschen zu kämpfen. Aber mein Gott, das passiert. Das gehört auch manchmal ein bisschen dazu. So, sind wir dann überhaupt alle am Start nebenbei oder so? Sind alle vier da? Wie wollen, bist du auch da? Ja, also ich bin hier. Da hinten ist, da hinten kommt wieder was Großes. Dann gehen wir noch das große Jagen. Ja, das ist hier was Vierbeiniges. Ich glaube, das dürfte wieder was Gebärendes sein. Muttertier. Ja, ich glaube, das ist sogar was Blaues. Oh ja. Wie das aussieht. Stärker. Ja, ich gemerkt. Ach, das war's schon. Kaputt. Oh. Das ist ja, es hat, ja. Alle Hacken rein. Oh, da ist ein Reh. Ich höre Babys. Ja. Ganz. Wir schlachten Babys. Wir sind Kacke. So. Hässliche Kinder. So. Mal eben das Fleisch noch weg. Das ist mal doof, dass man von den Rehen immer nur eins tragen kann, ne? Na gut, kannst du als Real kannst du auch nicht, mehr als ein Reh tragen. Ja, aber ich habe vorher natürlich. So 5 Rehe auf einmal. So. So, ich habe ein rohes kleines Fleisch noch gekriegt, also so ein Vögelchen habe ich gerade noch gefischt. Aber ich glaube, die kann man nicht aufhängen, ne? So, ich versuch's gerade. Klein. Oh, da ist noch ein Reh. Ne, leider nicht, die kannst du noch das Feuer werfen. Gut, aber es sollte nicht so. Ja, das war Reh Nummer 2. Das komische Ding hier noch. Jetzt ist es weg. Na. Jetzt ist es weg. Da ist noch ein Reh.
2 Pfeile hat das Viech. So, ein Speer, da ist er. Scheiße, mit einreden kommen. Ja, aber so langsam füllen sich die Stände auch wieder. Das ist immer gut. Na gut, dann machen wir jetzt dann wieder Feierabend. Wir haben schon wieder 22 Minuten. Und dann gehen wir in der nächsten Folge in die Höhle.